Macht konzentriert sich maßgeblich in Vermögen. Wenn wir Macht in Vermögen bündeln, dann müssen wir auch schauen, ist es denn demokratisch legitim, dass manche Menschen nur aufgrund ihrer Familie Macht im kleinen Finger haben, die bei anderen Menschen niemals da wäre? Wieso ist es in Ordnung, dass Ausnahmen bei Vermögen gemacht werden, immer, wenn es um Besteuerung geht, und bei allen anderen Steuerarten nicht? Da ist es selbstverständlich. Und kein Mensch, der arbeiten geht und regulär seine Einkommensteuer bezahlt, und jetzt mache ich selber den Schwenk, weil ich diese Gegenüberstellung so wichtig finde. Die ist wichtig, genau. Wird gefragt, finden Sie das eigentlich gut, wie Ihre Arbeit so besteuert wird? Das ist eine Frage, die stellt man nur vermögenden Menschen, weil man denen auch unterstellt, dass sie die Macht und die Entscheidungsgewalt haben, mitzureden darüber, wie sie gerne besteuert werden wollen oder wie nicht. Umverteilung findet statt, de facto momentan von unten nach oben, und das muss echt nicht sein. Und eine kleine Korrektur von der Kollegin vorher: Bei Arbeit ist Deutschland ein Hochsteuerland, aber bei Vermögen ist es ein Niedrigsteuerland.